diejenigen, die oft in die Moschee kommen, werden Yawm al-Qiyamah auf der Brücke As-Sirat vollkommenes Licht erhalten. Vollkommenes Licht erhalten. Und das werden die wenigsten. Wie ihr wisst, wird Yawm al-Qiyamah finster sein. Man kann nichts sehen. Man kann nichts sehen und dann muss man noch über die Brücke. Und ihr wisst alle, dass die Brücke beschrieben wurde wie ein so dünn wie Haar und wie so scharf wie ein Schwert. Und dann noch dazu noch finster. Du siehst also nichts. Mach deine Augen zu und geh über eine normale Brücke. Gäbe es keine Sicherheit, würdest du umfallen. Was also, wenn die Brücke so dünn ist und wenn es dunkel ist und dann bekommst du von Allah Licht. Wodurch? Durch deine rechtschaffenden Taten. Und eines der größten rechtschaffenden Taten ist, dass man in der Dunkelheit der Nacht in Allahs Moschee kommt. So wie du in der Dunkelheit in der Sadunya, Fajr-Gebet, Isha-Gebet, jetzt auch Maghrib, kommst trotzdem zum Gebet, wo du vielleicht Angst hast, obwohl du lieber schlafen würdest. So belohnt dich Allah, dass du Yawm al-Qiyamah vollkommenes Licht bekommen kannst. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً